bin's wieder, der doofe Venom. Jetzt gucke ich mal, ob da steht live. Ja, bin live. Verrückt. Das ist zwar nicht der Live-Bild, aber... Murray? Wer war das denn? Verrückt. So, ihr wollt jetzt wissen, warum tue ich das? Also, ich habe... So, jetzt ist auch definitiv ein Live-Bild. So, jetzt gehe ich mal rein. Grüße ich mal alle mit dem ganz roten, tollen, kreativen Tag. So. Also, warum habe ich mir das angetan? Erstens, wir haben heute wahrscheinlich nicht so viel Zeit zu streamen, deswegen wird das einfach eine kürzere Folge. Das soll aber die Pieps auf YouTube nicht stören. Ihr kriegt das alles, ne? Also ihr kriegt das jetzt richtig hart geliefert. Und wir werden das auch mit den anderen Adventures so machen, weil man kriegt die Sachen damit einfach durch. So. Was wir jetzt noch haben müssen, ist die Geschichte vom Sprungturm. Deswegen gehe ich da mal hin. So. Warte mal, hab ich noch irgendwas an? War gerade irgendwo, wenn ihr Sound gehört habt, ja, ich habe tatsächlich eine Nachricht gerade gekriegt. So, ich soll einen Kuchen haben. Ist. Ich soll natürlich... Hey, da! Da tatsächlich. Drüben! Geht. Das ist also der Kuchen. Naja, ugh. Das so ein Kuchen ist. So, jetzt müsste ich dir doch diesen leckeren... das leckere Küchlein geben können. Warum habe ich ja nicht 6 Milliarden Gegenstände, die ich sowieso... Hot Keels Modellschiff? Wo ist denn jetzt... Diese kleine Flugratten. Das ist dieses neuartige Robbenbabyöl mit Flüssigsauerstoff und Peelingklümpchen, von dem ich schon so viel gehört habe. Ja, aber ich hab doch jetzt... Ich grüß mal eben den Zwieback. Ich hab das doch gerade eben gemacht. Ach, das Game ist doch Käse. Aber ich weiß, das wusstet ihr schon. Und nein, ich habe mich noch nicht über die Steuerung aufgeregt. Das tue ich gleich noch. Was soll denn das jetzt? Ich will nicht gebissen werden. Fiese kleine Flugratten. Ja, das ist mir schon klar. So. Ich kann wieder so ein Küchen annehmen. Ahoi, Matros! Setzt die Segel und kommt ins Planet Freepwood! Die Piratenkneipe für die ganze Familie! So. Ach nein, der letzte war wirklich ekelhaft. Quarkbällchen mit Schmierwhiz. Okay. Ich kann keinen mehr nehmen.
Okay, tun wir mal einfach so, das war dann richtig. So, ich muss mal kurz zu den Richtern, ich muss mal kurz einen erpressen. Bin gleich wieder da. Entschuldigen Sie? Oh, was gibt es, kleiner Taucherfreund? Was war falsch an meinem letzten Sprung? Du hattest einfach nicht die Geschmeidigkeit von Depolium an. Das heißt? Hey, du musst mit Depolium mithalten, wenn du hier gewinnen willst. Aber wie? Oh, im Plankenspringen der Männer sind grundsätzlich 4 Sprungklassen erlaubt. Nun, zunächst einmal gibt es den Kielhohl. Das ist ein eleganter Sprung mit dem Gesicht nach oben. Kielhohl oben. Verstanden. Dann gibt es den Mann im Rumpfass. Hierbei handelt es sich um einen Salto, bei dem das Kinn nach unten an die Brust gedrückt wird. Rumpfass unten. Haben wir alles klar. Der dritte Sprung ist ein schwingendes Schwert. Das ist ein gefährlicher rechtsdrehender Vertikalsprung. Schwingendes Schwert, rechts, okay. Schließlich gibt es noch das Alpha-Äffchen. Einen waghalsigen Sprung, bei dem man immer mit der linken Hand beginnt. Alpha-Äffchen, links, gut. Okay, Bruder. Achte darauf, welche Sprünge Depolio macht und versuche sie zu imitieren. Sein letzter Sprung war zum Beispiel eine Kielhohl. Schwingendes Schwert. Rumpfass-Kombination. Wenn du ihn also überbieten möchtest, lehnst du dich nach... Oben, rechts, unten. Das ist es, Mann. Okay, geht. So. Bis später. Du hast es verstanden. Okay, also das ist nachbar. Verzeihung. Was? Warum geben Sie mir so niedrige Noten? Das ist nicht persönlich gemeint. Aber ich muss eine teure rothaarige Frau, 2 teure rothaarige Kinder und einen teuren rothaarigen Hund ernähren. Können Sie mir folgen? Nicht wirklich. Dann lassen Sie es mich anders. Das ist das Leben von Boris Becker. Mr. Mandrills hat mir ein Schweinegeld dafür, dass dieser Mr. Depolio immer gewinnt. Was immer dieser Mandrill Ihnen gibt, ich zahle das Doppelte. Ich bin gerührt, Junior. Aber es ist doch offensichtlich, dass Sie keine 2 Groschen besitzen. Geschweige denn die Mittel, um einer rothaarigen Frau ihren gewohnten Lebensstandard zu finanzieren. Kaum spricht man über rothaarige Frauen und Lebensstandard. Einen wunderschönen guten Abend, Lycralaf. Ich suche die ultimative Beleidigung. Sie verwechseln mich offensichtlich mit jemandem, den das interessiert. Was war mit meinem letzten Sprung nicht in Ordnung? Er war schlecht. Geht es etwas genauer? Nein. Okay. Ich fürchte, ich muss Sie mit Ihrer Verdrossenheit alleine lassen. Mir egal. So, den Torti begrüße ich auch eben. So, ich glaube, dich muss ich erpressen. Dich muss ich bekehren. Warum zeigen Sie mir das? Ich weiß nicht so recht. Hey, ein Bild von dem griesgrämigen Tauchrichter. Aber die Blonde da ist auf jeden Fall nicht seine nette rothaarige Frau. Was ist das? Eine Broschüre von Stans Timesharing-Zentrum. Ja, und? Werfen Sie mal einen Blick auf Seite 3. Huch! Ihre rothaarige Frau fände es sicher außerordentlich interessant, wenn sie wüsste, wie viel Zeit sie mit dieser blonden Schlampe teilen, nicht wahr? Sie verstehen das völlig falsch, junger Mann. Sie ist nur eine gute Freundin der Familie. Wirklich. Wirklich? Tja, dann hat Ihre Frau sicher nichts dagegen, wenn ich ihr die Broschüre zeige. Warten Sie! Was wollen Sie? Was ist Ihnen die Sache denn wert? Ich gebe Ihnen Geld, Edelsteine, Häuser, alles. Aber bitte verraten Sie meiner Frau nichts. Na gut, alles, was ich will, ist ein fairer Wettkampf. Das ist alles? Wirklich? Wirklich. Sind wir im Geschäft? Sind wir. Aber glauben Sie mir, es wird Ihnen nichts helfen. Depolio ist zu gut. Ein Anfänger wie Sie hat keine Chance gegen ihn. So, haben wir. Fehlt jetzt noch der andere?
Verzeihung. Ja, Glashüpfel? Einer der Richter ist bestechlich. Oh, das ist eine außerordentlich schwere Anschuldigung, du kleine Makrele. Kannst du das beweisen? Er hat es mir selbst erzählt. Ist hier irgendjemand bestechlich? Nein, niemals, Mann. An deiner Stelle würde ich in Zukunft niemanden grundlos beschuldigen. Den Gag fand ich gut. Was war schlecht an meinem letzten Sprung? Bei einem perfekten Sprung hinterlässt der Tauchel auf dem Wasser keine Spuren. Wenn du deine Sprünge verbessern möchtest, arbeite an der Tauchphase. Möchten Sie etwa andeuten, dass ich beim Eintauchen zu sehr spritze? Ja, du brauchst einen aerodynamischeren Körper. Okay, danke. Wie ein Schwertfisch zum Beispiel. Fische sind aerodynamisch? Ich suche immer noch nach der ultimativen Beleidigung. Ich bin nur in der hohen Kunst des Plankenspringens bewandelt, mein Freund. Aloha. Möge dein Leben großartig und deine Splitzel klein sein. So. Das passt nicht zu meinen Schuhen. Aber das brauchst du gleich. Verzeihung. Ja, Glashüpfel? Ich würde jetzt gerne springen. Dann solltest du der Pollo direkt herausfolgen. Okay. Aloha. Möge dein Leben großartig und deine Splitzel klein sein. Oh Gott. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt alles gemacht, was wir machen. Hui, was wir machen sollten. So. Da bin ich wieder. Das sehe ich. Was kann ich für Sie tun, Mr. Threepwood? Ich wäre dann soweit. Dann bereiten Sie sich auf eine Niederlage vor, Threepwood. Marco Di Pollo mit einer Alpha-Äffchen. Rumpfass. Alpha-Äffchen. Kombination. Er braucht für seinen Sprung nun absolute Ruhe. Ich habe mich geirrt. Ich freue mich darauf, Sie noch einmal zu besiegen. So, also. Links, unten, links. Verdammt. Es ist schön, dass die gute alte Erpressung in einigen Winkeln dieser modernen Welt immer noch funktioniert. Sieht gut aus. Mann, Marco Di Pollo gewinnt schon wieder. Okay, also so weit sind wir schon mal. So. Grüß mal eben kurz den Cesar. Entschuldigen Sie? Oh, was gibt es, kleiner Taucherfreund? Was war falsch an meinem letzten Sprung? Di Pollos Sprünge sind immer noch besser, Kumpel. Bis später. Du hast es verstanden. Kann ich damit noch irgendwas machen? Das ist dieses neuartige Robbenbabyöl mit Flüssigsauerstoff und Peelingklümpchen, von dem ich schon so viel gehört habe. Ich sagte, Finger weg! Ich will nicht gebissen werden. Fiese kleine Flugratten. Hm.
Da bin ich wieder. Das sehe ich. Was kann ich für Sie tun, Mr. Threepwood? Ich würde gerne nochmal gegen Sie antreten. Nochmal? Sind Sie Masochist oder was? Ich weiß nicht. Haben Sie China entdeckt oder was? Oh, in Ordnung. Vergessen Sie nicht. Sie wollten es nicht anders. Marco de Pollo versucht eine Keelhaul, schwingendes Schwert, Lumpfass-Kombination. Ich bitte um absolute Stille für seinen Sprung. Die Blanke gehört Ihnen, Mr. Threepwood. Das kriegen wir schon mal hin. Warum macht ihr denn nichts? Verdammt. Es ist schön, dass die gute alte Erpressung in einigen Winkeln dieser modernen Welt immer noch funktioniert. Die Narrenkappe hat wohl funktioniert. Oh, und das ist eine Riesenüberraschung. Marco de Pollo hat wieder gewonnen. Ja, komm. Irgendwie... Da bin ich wieder. Das mit der Tastenkombination überhaupt nicht. Was kann ich für Sie tun, Mr. Threepwood? Ich würde gerne nochmal gegen Sie antreten. Nochmal? Sind Sie Masochist oder was? Ich weiß nicht. Haben Sie China entdeckt oder was? Oh, in Ordnung. Vergessen Sie nicht. Sie wollten es nicht anders. Marco de Pollo mit einer Keelhaul. Rumpfass. Schwingendes Schwert. Kombination. Er braucht für seinen Sprung nun absolute Ruhe. Die Blanke gehört Ihnen, Mr. Threepwood. Also, das kriegen wir hin. Verdammt. Gut. Sieht gut aus. Oh, und das ist eine Riesenüberraschung. Marco de Pollo hat wieder gewonnen. Also auf jeden Fall hat das jetzt mal auf jeden Fall mit der Tastenkombination funktioniert. So weit sind wir schon. So. Aber das macht... Habe ich das schon erwähnt, dass das wieder gar keinen Spaß macht? Ich weiß nicht, ob das auffällt. Da bin ich wieder. Das sehe ich. Was kann ich für Sie tun, Mr. Threepwood? Ich würde gerne nochmal gegen Sie antreten. Ach, nicht doch. Das ist doch pathetisch. Marco Pollo. Na gut, bringen wir es hinter uns. Marco de Pollo mit einer Rumpfass-Kielhol. Alpha-Äffchen. Kombination. Er braucht für seinen Sprung nun absolute Ruhe. Also unten, oben, links. Viel Glück, Mr. Threepwood. Aber ich glaube doch immer noch, wir müssen immer noch irgendwie was dafür sorgen, dass der auf die Fresse kriegt. Weil so gewinnen wir ja nie im Leben. Wird ja nun unentschieden. Verdammt. Es ist schön, dass die gute alte Erpressung in einigen Winkeln dieser modernen Welt immer noch funktioniert. Sieht gut aus.
Oh, und das ist eine Riesenüberraschung. Marco De Pollio hat wieder gewonnen. So, jetzt frage ich den Hippie aber mal trotzdem. Entschuldigen Sie? Oh, was gibt es, kleiner Taucherfreund? Was war falsch an meinem letzten Sprung? Die Pollius-Sprünge sind immer noch besser, Kumpel. Das war toll. Bis später. Du hast es verstanden. Da bin ich wieder. Das sehe ich. Was kann ich für Sie tun, Mr. Threepwood? Ich würde gerne nochmal gegen Sie antreten. Ach, nicht doch. Das ist doch pathetisch. Marco Pollio. Na gut, bringen wir es hinter uns. Marco Di Pollio mit einer Alpha-Äffchen. Rumpfass, Kielhohl-Kombination. Er braucht für seinen Sprung nun absolute Ruhe. Viel Glück, Mr. Threepwood. Wir haben schon was mit dem Öl gemacht. Wir haben schon da so irgendeinen Kuchen präpariert und ich dachte eigentlich, dass der uns irgendwas bringt. So. Links, unten, oben ist die Lösung. Verdammt. Es ist ich schön, glaube, dass die gute alte Erpressung in einigen Steuerung Winkeln dieser modernen Welt immer noch funktioniert. Die Narrenkappe hat wohl funktioniert. Mann, Marco De Pollio gewinnt schon wieder. Ja, ich habe auf jeden Fall erst das hier gesehen. Der hat einen Move doppelt gemacht. Also entweder ist das hier irgendwas, was wieder mit dem Timing nicht funktioniert. Oder, was mich nicht wundern würde, die beschissene Steuerung. Da bin ich wieder. Das sehe ich. Was kann ich für Sie tun, Mr. Threepwood? Tja, Lycoraft sagt, es gibt nur die 7. Ja, richtig, weil der letzte Move nicht passt. Falls dir das noch nie aufgefallen ist. Ich würde gerne nochmal gegen Sie antreten. Haben Sie noch nicht genug? Genug ist ein Fremdwort für mich. Na gut. Marco De Pollio versucht eine Kielhohl-Alpha-Äffchen-Lumpfass-Kombination. Ich bitte um absolute Stille für seinen Sprung. Sie hätten längst aufgeben sollen, Mr. Threepwood. Nein. Das kenne ich nicht. Ich muss ja diesen Scheiß hier machen. Ich will ja gar nicht. Natürlich nur die 7. Es ist schön, dass die gute alte Erpressung in einigen Winkeln dieser modernen Welt immer noch funktioniert. Ich verstehe das nicht. Die Narrenkappe hat wohl funktioniert. Mann! Halt die Klappe, kann ich das mal gehen? Gewinnt schon wieder! Irgendwas stimmt nicht. Aber was? Verzeihung. Ja, Glashüpfel? Nein. Aloha! Möge dein Leben großartig und deine Splitzel klein sein. Tja. Ich könnte natürlich einen Spaß machen. Ich könnte jetzt noch auf Tastatur umstellen.
Weil kann ja sein, dass die Scheißsteuerung wirklich wieder die Scheißsteuerung ist. Da bin ich wieder. Das sehe ich. Was kann ich für Sie tun, Mr. Threepwood? Ich würde gerne nochmal gegen Sie antreten. Haben Sie noch nicht genug? Genug ist ein Fremdwort für mich. Na gut. Marco de Pollo sucht eine Alpha-Äffchen. Schwingendes Schwert. Kielhol-Kombination. Ich bitte um absolute Stille für seinen Sprung. Die Planke gehört Ihnen, Mr. Threepwood. So, also die Lösung wäre jetzt links, rechts, oben. Verdammt. Es ist schön, dass die gute alte Erpressung in einigen Winkeln dieser modernen Welt immer noch funktioniert. Nicht. Sieht gut aus. Irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Marco de Pollo gewinnt schon wieder. Ja, das ist auch klar. Das ist eine Scheiße wieder. Ich liebe solche sinnvollen Rätsel. So, wir gucken mal. Gucken wir nach Lösung. Vielleicht ist irgendwas... was eigentlich logisch sein sollte, gar nicht so logisch. So. Nee, also laut Lösung. Okay, also, wir müssen das... Also Lösung ist großartig. Also wie viele Sachen bei diesem Spiel ist das sensationell. Vielen Dank. Na, es ist kein Dead End. Hör mal, du kennst mich doch. Ich mache jetzt was Folgendes. Nein, das wollte ich... Nein, fortsetzen. Das ist kein Beschiss. Das ist ein Scheißspiel. Da bin ich wieder. Das sehe ich. Was kann ich für Sie tun, Mr. Threepwood? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe da. Ich würde gerne nochmal gegen Sie antreten. Haben Sie noch nicht genug? Genug ist ein Fremdwort für mich. Na gut. Marco de Pollo. Ich glaube nur, dass ich das wirklich damals schwingendes Schwert. Alpha-Äffchen. Schwingendes Schwert. Kombination. Er braucht für seinen Sprung. Ja, sonst gehen wir gleich tatsächlich auf das Tattoo. Freue ich mich ganz besonders drauf. Gut, dass ich nicht aufgepasst habe. Das war jetzt gekonnt. Gut, den kann ich nur vermasseln, weil habe ich noch nicht aufgepasst. Viel Glück, Mr. Threepwood.
verdammt. Gut. Ich frage mich, was das alles soll. Oh, das ist eine Riesenüberraschung. Marco De Pollio hat wieder gewonnen. So. Nächster Versuch. Falls so viel Spaß macht. Da bin ich wieder. Das sehe ich. Was kann ich für Sie tun, Mr. Threepwood? Ich würde gerne nochmal gegen Sie antreten. Haben Sie noch nicht genug? Genug ist ein Fremdwort für mich. Na gut. Marco De Pollio versucht eine Alpha-Äffchen, Kielhol, Lumpfass, Kombination. Ich bitte also um absolute Stille für seinen Splunk. Unten. Es sind ja nur drei Kombinationen. Ich beneide Sie nicht, Mr. Threepwood. Ach, das muss auch gar nicht. Verdammt. Es ist schön, dass die gute alte Erpressung in einigen Winkeln dieser modernen Welt immer noch funktioniert. Die Narrenkappe hat wohl funktioniert. Ascaluna, du magst einen wunderschönen. Marco De Pollio gewinnt schon wieder. Ja, und ich weiß immer nicht warum. Weil eigentlich mache ich das jetzt richtig. Sei denn, wie schon sagt, der nimmt die, er nimmt die Steuerung nicht. Da bin ich wieder. Das sehe ich. Was kann ich für Sie tun, Mr. Threepwood? Ich würde gerne nochmal gegen Sie antreten. Haben Sie noch nicht genug? Genug ist ein Fremdwort für mich. Na gut. Marco De Pollio mit einer Kielhol. Alpha-Äffchen. Rumpfass. Kombination. Er braucht für seinen Sprung nun absolut oben, links, unten. Das kann ja nicht so schwer sein, eigentlich. Sie hätten längst aufgeben sollen, Mr. Threepwood. Tja. Vielleicht schon nach Teil 1, aber... Oh, ich geh doch da auf die Planke. Verdammt. Ich gehe davon aus, das geht nicht schnell Sieht genug. Gut aus. Das wird Oh, und das ist eine Riesenüberraschung. Es wird nicht die Geschichte Marco sein, dass De die Kombination falsch gewonnen. Ist. Sondern das geht einfach nicht schnell genug. Ja, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Children of all ages. Dann machen wir das, wozu wir am meisten Bock haben. Nein! Verzeihung! Nicht reden! Ich fürchte, ich muss sie mit ihrer Verdrossenheit alleine lassen. Mir egal. So. So. Das ist für mich egal. So. Wir machen das jetzt mit Tastatur. Christel 73, ein wunderschön. Herzlich willkommen zum neuen Marathon von ja. Turmspringen in Monkey Island 4. Sollte ein einzelnes Spiel werden, so geil ist das.
Da bin ich wieder. Das sehe ich. Was kann ich für Sie tun, Mr. Threepwood? Ich würde gerne nochmal gegen Sie antreten. Haben Sie noch nicht genug? Genug ist ein Fremdwort für mich. Leider auch für mich. Marco DiPaio mit einer Alpha-Äffchen. Schwingendes Schwert. Alpha-Äffchen. Kombination. So, links, rechts, links. Da kann man eigentlich nicht falsch machen. Viel Glück, Mr. Threepwood. Knuffel 802. Auch einen wunderschönen guten Abend. Oh. Habe ich schon erwähnt, dass ich dieses Rätsel scheiße finde? Habe ich, glaube ich, noch gar nicht, ne? So, ich mache das jetzt mit Tastatur, weil der Controller so gut abgefragt wird. Yes! Siehste, das ist tatsächlich scheiße! Die Erpressung in einigen Winkeln dieser modernen Welt immer noch funktioniert. Alter, das kannst du nur mit Tastatur machen. Wie kacke ist denn... Wie macht man denn so eine Scheißrätsel? Das ist unglaublich. Der Newcomer hat Marco DiPaio geschlagen. Und was jetzt? Jetzt kommt das Stechen. Schere, Stein, Papier? Das hätten Sie wohl gern. In dieser Runde springen Sie zuerst und DiPaio wird versuchen, Sie zu überbieten. Sie haben bewiesen, dass Sie meine Sprünge imitieren können, Mr. Threepwood. Aber ich bezweifle, dass Ihnen ein Sprung gelingt, den ich nicht beherrsche. Wir werden sehen, alter Tauchaffe. Gut, gut, die Planke gehört Ihnen. So, noch haben wir nicht gewonnen. Also nicht jubeln, bitte. Ich weiß noch nicht, ob man den überhaupt vermasseln kann. Es ist schön, dass die gute alte Erpressung in einigen Winkeln dieser modernen Welt immer noch funktioniert. Tastaturspieler, rocken. Die Narrenkappe hat wohl funktioniert. So. Nicht übel, Mr. Threepwood. Bitte warten Sie hier. Ich muss eben den Herd abschalten. Was Marco nicht weiß, ist, dass wir sein Robbenbabyöl durch das Star Buccaneers Schmierwhiz ersetzt haben. Wir sind gespannt. Gut, damit jetzt, wissen wir, was wir jetzt gewinnen. Bewundern Sie den Meister in Aktion. Jetzt versucht Marco DiPaio, Guybrush Threepwoods Sprung zu schlagen. Er braucht für seinen Sprung nun absolute Ruhe. Was? Zur Weg da! Wir haben gewonnen! Ladies and Gentlemen! Wir haben fucking gewonnen! Der neue Weltmeister im Plankenspringen heißt Guybrush Threepwood! Die geilste Tauchsau aller Zeiten! Das war kein fairer Wettkampf! Doch! Ich fordere eine Revanche, sofort! Ich bin Marco DiPaio, der größte Plankenspringer der Welt! Marco. Hallo. Wer war das? Marco. Hallo. Wir alle. Aufhören! Ich lasse mich nicht verspotten! Marco. Aufhören! 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 Hallo. Wir haben gewonnen! Wie es Elaine wohl geht? Interessiert mich ein Keks. Wir haben gewonnen! Hey, danke, dass Sie zur Wahl gekommen sind. Nicht vergessen, eine Stimme für mich ist eine Stimme gegen den Höllenpiraten. Danke für die Unterstützung, Bürger. Gleich um die Ecke gibt es das Fest und den Grog. Ich würde den auch nicht wählen. Für Charles. Er ist in Wahrheit LeChuck, ein Zombie, ein Geisterpirat aus der Hölle. Aber er hat Freigrog. Ach, hören Sie auf, Mrs. Threepwood. Jeder hier weiß, dass LeChuck tot ist. Ihr Ehemann hat ihn selbst getötet. Sie müssen nachsichtig mit dir sein, Mr. Charles. Ich denke nicht daran, mein Freund. Da seht ihr! Charles ist LeChuck! Seht doch!
Ja, damit wäre das wohl geklärt. Ich werde jetzt meine Sachen packen und meinen Einzug in die Gouverneursvilla feiern. Ich würde ihn trotzdem wählen. Mr. Käse. Aye, aye, Captain. Lichten Sie den Anker, setzen Sie die Segel und aktivieren Sie den Warp-Antrieb. Aye, aye, Captain. Otis? Was? Such Carla und bring sie hierher. Oh ja, das wird cool. Nun, da ich die Teile der ultimativen Beleidigung habe, segeln wir nach Mealy Island zurück. Tun wir das? Scheinbar ja. Schatz, ich bin zu Hause. LeChuck! Für dich immer noch Gouverneur, LeChuck! Sieh gut! Niemals! Oh, doch! Ah, sie. Wusste ich's doch, dass sie für LeChuck arbeiten. Ich fürchte, sie haben da was falsch verstanden. Sie möchte gern Pirat. LeChuck arbeitet für mich. Ach, jetzt geht's mir gleich viel besser. Gouverneur LeChuck, hätten Sie die Güte, Mr. Threepwood, um die Teile für die ultimative Beleidigung zu erleichtern? Ah, mit Vergnügen, Mr. Mandrill. Tu's nicht, LeChuck. Er will mit der ultimativen Beleidigung alle Piraten der sieben Meere vernichten. Und? Du weißt es? Oh, natürlich weiß er es, schwatzenhirniger Haufen Kukaburamist. Aber warum, LeChuck? Warum unterstützt ein säbelrasselnder, dämonisch böser Pirat wie du wissentlich die Massenkastration aller Seeräuber dieser Welt? Tja, das ist eine lange Geschichte, Schiebgurt. Oh, nein. Aber im Prinzip gibt es zwei Gründe dafür. Erstens, dieser Lump Mandrill hat mich aus diesem verdammten Eisberg befreit, unter dem du mich zurückgelassen hast. Und ein LeChuck begleicht seine Schulden immer. Na schön, du schuldest dem Kerl was. Aber warum unterstützt du seinen Plan, alle Piraten für immer zu beleidigen? Weil LeChuck endlich das sein Eigentum nennen wird, was er sein ganzes Leben lang, wenn man das so nennen kann, heiß begehrt hat. Wenn wir den Kampfgeist aller Piraten brechen. Sie seefahrender Vollidiot. Doch nicht etwa. Doch. Elaine Marleys zuckersüße Hand. Natürlich. Entschuldigung? Seht ihr den Ring an diesem Finger? Du kommst zu spät, Angeber. Ein lösbares Problem. LeChuck, nein. Wir brauchen ihn vielleicht als Geisel. Ah, ja, als Geisel. Aber selbst wenn er mich abmurkst, wird Elaine dich niemals heiraten. Sie hasst deinen widerlichen, untoten Anblick. Aber das ist doch das Schöne, Threepwood. Sobald ihre holde Gemahlin der scheußlichen, demoralisierenden Macht der ultimativen Beleidigung ausgesetzt war, zerplatzt ihr feuriges Temperament wie ein Emu-Ei. Danach ist sie freundlich, unterwürfig und gehorsam. Mit anderen Worten, die perfekte Frau. Apropos perfekte Frau, wo ist Elaine? Wir hatten gehofft, dass Sie uns diese Frage beantworten können, Mr. Threepwood. Diese lästige Schlampe hat sich dünn gemacht, nachdem LeChuck zum Gouverneur dieses gottverdammten Piratennestes gewählt wurde. So ein Pech. Ich hoffe, sie kommt mit einer Armee Piraten zurück und tritt euch in den Hintern. Kann ich ihn wirklich noch nicht töten? Ich habe ihn schon einmal verschont. Das hat sich immer als schwerer Fehler erwiesen. Ich verstehe Sie. Was halten Sie davon, den Dummkopf an einem fernen Ort, von dem es kein Entkommen gibt, auszusetzen? Natürlich. Dann wäre er weiterhin eine nützliche Geisel und könnte uns es nicht... Es gibt ja nur eine Insel. Haha, eine teuflisch gute Idee. Und ich weiß auch schon den geeigneten Ort. Ja, wir alle. Zurück zur Affeninsel. Natürlich. Den Alpha begrüße ich hier auf Monkey Island. Ja. Da sind wir wieder. Oh, wo bin ich? Zum vierten Mal auf Monkey Island. Diesen Geruch kenne ich doch. Nur eine Insel stinkt so übel wie... Oh nein. Diese habgierigen Schweinehunde haben mich doch tatsächlich auf Monkey Island ausgesetzt. Tja, das war's. Ich gebe auf. Ich komme in diesem Adventure niemals bis zum Showdown. Wieso habe ich das Gefühl, dass mein ganzes Leben aus unzähligen Rätseln besteht? Oh, hey Timmy. Versuch nicht, mich aufzuheitern. Halt einfach die Klappe. Ich weiß. Das ist immer gut inszeniert. Okay, in Ordnung. Ich mache es für die Kinder. Punkt 1.
Fliehe von dieser dämlichen Insel. Punkt 2. Verhindere, dass Orsi und LeChuck die ultimative Beleidigung gegen Elaine und andere ehrbare Piraten einsetzen. Punkt 3. Kauf dir ein paar neue Schuhe. Aber wie ist er hierher gekommen? Darf ich jetzt? Hey, da ist Timmy der Affe. Wie geht's, alter Junge? Aber wie ist er hierher gekommen? Ich fürchte, das würde ihm nicht gefallen. Hey, da ist Timmy der Affe. Wie geht's, alter Junge? Aber wie ist er hierher gekommen? Das ist wohl die einzige Bananenstaude in der Gegend, die diese heißhungrigen Affen noch nicht zwischen den Fingern hatten. Das heißt, da müssen wir was machen. Der arme Seestern ist auf der sandigen Küste von Monkey Island verendet. Ich hoffe, mich erwartet nicht das gleiche Schicksal. Es ist nicht klug, die Ruhe der Toten zu stören. Okay. Notiz. Herman? An die wachsende Affenpopulation. Natürlich. Die Überbevölkerung der Insel muss ein Ende haben. Es gibt kaum noch Bananen. Gezeichnet HT. Herman Twofroat. Natürlich. Ein alter Tradition klauen wir natürlich die Notizen. Und wir sagen mal dem High-Rettung Lord guten Tag. Extra für den High-Rettung Lord. Das ist Monkey Island. Timmy? Boah, ist das nicht schon verdammt früh? Timmy der Affe? Also in Teil 3 auf jeden Fall schon. Bin ich schon noch früher. Okay, das ist Monkey Island. Wo bin ich? Da bin ich. Wo bin ich denn? Da bin ich. Ist hier denn noch irgendwas? Was ich mitnehmen muss. Ach, das Meer. Spender des Lebens, Zerstörer von Schiffen, Heimat der Fische. Nimm ihn auch einfach mit. Das hebe ich nicht auf. Ach, habt ihr mal nicht so. Nichts, was man hier rumliegt. Okay. Okay, da geht's nicht weiter. So. Oh, Herman! Alte Nase! Wie putzig. Das hebe ich nicht auf. Bilde ich mir das ein oder könnte man die Dinger auch mit Bowlingkugeln verwechseln? Mitnehmen. Schiffswrack? Was ist denn ein Schiffswrack? Ah, das ist noch ein Notiz. An alle LeChuck-fürchtigen Bürger von Monkey Island. Wir laden Sie herzlich zu unserem Bingo-Turnier in der Kirche ein. Jeden Dienstag um 12 Uhr. Nichtmitglieder sind herzlich willkommen. Gezeichnet Vater Rasputin, orthodoxer Säulenheiliger. Hm. Dienstagmorgen oder Dienstagnacht? Mitnehmen. Ah, es geht nichts über ein warmes Lagerfeuer. Nachts ist es wahrscheinlich noch schöner. Herman! Herman! Wo? Hier! Sie sind Herman Twofroat, der Einsiedler von Monkey Island. Bin ich das? Und wer bist du? Keimer Shripwood, ich hab den Vietnam den Arsch gerettet. Natürlich. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Guybrush Threepwood? Und ich dachte, mein Name wäre bescheuert. Wie immer. Sie haben offenbar Ihr Gedächtnis verloren. Tatsächlich? Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Woran können Sie sich erinnern? Ein beschauliches Leben. Bis ein völlig verblödetes Kind namens Sheepgood hier auftauchte und behauptete, mein Name wäre Herman. Freut mich, dass Sie nur Ihr Gedächtnis und nicht Ihren Sinn für Humor verloren haben. Denken Sie scharf nach. Erinnern Sie sich an noch etwas? Ich erinnere mich, dass mir jemand eine Menge dummer Fragen gestellt hat, Blondie.
Was ist das Letzte, woran Sie sich erinnern können? Wird das jetzt eine Art Regressionstherapie oder was? Ich glaube nicht. Ich habe nämlich keine Lust aufzuwachen und zu glauben, dass ich von Außerirdischen entführt wurde. Versuchen Sie einfach, sich zu erinnern. Nö. Was? Ich erinnere mich, dass ich mit einer riesigen Beule neben meiner Hängematte aufgewacht bin. Wann war das? Oh, vor ein paar Stunden. Können Sie sich weiter als ein paar Stunden zurückerinnern? Leider nein. Ist das schlimm? Ich kann mich nicht erinnern. Ich denke, ich erkunde die unendlichen Weiten Ihres Gehirns später. Wie du meinst. Wie stehen die Aktien auf Monkey Island? Das hier ist eine Insel. Ich brauche Ihre Hilfe. Aha. Ich habe mein Gedächtnis verloren und er braucht meine Hilfe. Richtig. Wissen Sie noch, wo Ihr Schiff vor Anker liegt? Ich muss wirklich, wirklich nach Mealy Island zurück. Ich habe ein Schiff? Ich dachte, ich bin ein Einsiedler. Ja, schon, aber... Habe ich etwa auch ein Handy? Aber... Ein Einsiedler mit Schiff. Meine Güte. Und Sie wissen wirklich nicht, wo Ihr Schiff ist? Nein. Und ehrlich gesagt glaube ich deine Geschichte mit dem Einsiedlerschiff auch nicht. Sie haben vermutlich keine Ahnung, wie man einer ultimativen Beleidigung beikommt, oder? Was soll das sein? Ein großes, mächtiges Voodoo-Dingens. Voodoo? Was ist das? So kommen wir nicht weiter. Ich frage Sie besser was anderes. Es sollte nicht allzu lange her sein, Windelpupser. Bis später, Herman. Wir? So, okay. Die hängen nur rum. Das hebe ich nicht auf. Die hängen nur rum. Wo dieses riesige Rad wohl herkommt, das hebe ich nicht auf. So, mal gucken, was haben wir denn hier alles Schönes? Nix. So, zur Schlucht. Dann gehen wir nochmal zur Schlucht. Hä? Okay, das ist die Schlucht. Okay. Da drüben ist bloß eine große Ebene. Das ist eine Sackgasse. Zeitverschwendung, sich hier umzuschauen. Das sind Sedimentgesteine, die einst unter Wasser gesetzt wurden in diesem Canyon, der früher im prähistorischen Monkey Island eindeutig ein Flussbett war. Ich interessiere mich nicht für archäologische Ausgrabungen. Das macht ein anderer, ne? Richtig. AT? AW, Betrieb der Mine. Sofort aufhören. Sofort. Durch die Arbeit in der Mine entstehen auf unserer heiligen Insel Senkgruben. Gezeichnet JJJ. Ascaluna sagt gerade, Timmy ist das Haustier von Elaine, was in vorigen Teilen nicht aufgetaucht ist. Dann wäre es ja neu. Okay. Das ist viel zu schwer. Boah, den Bananenpflücker können wir noch schon mal gebrauchen. Das ist doch schon mal cool. Was haben wir denn da drin? Das sieht sogar mal richtig gut aus. Spielst du etwa mein Goldkleiner? Amen. Das bin ich. Tja, man sieht sich, Goldjunge. Ja. An der Decke wachsen jede Menge Wurzeln. Und das hebe ich nicht auf. An der Decke wachsen jede Menge Wurzeln. Ohne die Wurzeln wäre es nur ein ordinärer Himmel. Das ist der Hebel für die Weiche. Das hebe ich nicht auf. Das ist der Hebel. Klemmt wohl. Kaputt. Kaputt. Das hebe ich nicht auf. Was mag wohl hinter dieser Bretterwand sein? Ein Beutel. Sieht ziemlich nutzlos aus. Das ist aber nicht besonders sicher, Schwarzpulversäcke neben offenem Feuer zu lagern. Die sehen zu schwer zum Tragen aus. Das heißt, wir können irgendeinen Blödsinn machen.
Eine geschlossene Öffnung. Das hebe ich nicht auf. Das hebe ich nicht auf. Das hebe ich nicht auf. Eine große Metalltür. Stockdunkel, aber ich sehe die Türklinke. Das hebe ich nicht auf. Kein Fass. Das hebe ich nicht auf. Ob das Fass wohl explodiert, wenn ich darauf schieße? Okay, also hier kannst du auf jeden Fall Blödsinn machen. Okay. Wie kommt er denn da jetzt hin? Moment mal. Das hebe ich nicht auf. Das kann ich nicht verwenden. Okay. Aber es würde diesen Platz nicht geben, wenn ich nicht mit Sicherheit hier irgendwas machen soll. Okay. Was haben wir denn noch hier alles? Das hebe ich nicht auf. Ach, sieht das wieder nach einem Rätsel aus. Nee. An der Seite der Klippe ist ein merkwürdiger Kanal. Das hebe ich nicht auf. Normalerweise ist ein Haufen Steine ja nicht so interessant, aber die hier... Okay, das war, glaube ich, nicht ganz so falsch. Und das wahrscheinlich auch nicht. Der arme Timmy. Hm, ich glaube, auf der Rampe sind keine weiteren Felsen. Macht das Rätsel hier irgendwie Sinn? Oder habe ich das jetzt schon gelöst? Man kann es hier nicht machen. So, was haben wir denn noch? Lavafeld. Warum schmeißt du das da ins Lava? Oder in die Lava? Hier ist überall heiße, flüssige Lava. Ja, ja. Ich kann das mit den Händen nicht erreichen. Flasche. Hä? Was
mir gerade da angezeigt? Das ist ja gar nichts. Verstehe ich nicht. Das hebe ich nicht auf. Das ist wohl die unheiligste aller Bibeln. Das hebe ich nicht auf. Aber zu mir nehmen. Das ist wohl die unheiligste aller Bibeln. Auf keinen Fall. Wahrscheinlich werde ich zu einem wahnsinnigen, untoten Zombie-Piraten, wenn ich die Bilder nur anschaue. Was für winzige Schilde. Die müssen in wirklich kleinen Schlachten eingesetzt worden sein. Ich komme nicht heran. Ah, das ist die gute alte Kirche, oder was? Für die cool. Naja, zumindest ist die Heizrechnung nicht so hoch. Die sehen ziemlich unbequem aus, wenn ich am Sonntag... Sei gegrüßt, mein Sohn. Willkommen in der orthodoxen Kirche des heiligen Litschak. Ich bin Vater Allegro Rasputin. Was kann ich für dich tun? Kirche des heiligen LeChuck? Das ist ein Witz, oder? LeChuck behüte? Nein! Dieser Tempel ist der furchterregenden Herrlichkeit und Allwissenheit des heiligen LeChuck geweiht. Wie kann man mit LeChuck eine Religion gründen? Er ist ein unheiliger Dämonenpirat aus der Hölle! Ich rate dir, hüte deine Zunge, Ketzer! Deine Blasphemie wird im Haus des heiligen LeChuck nicht geduldet. Na gut, wie unterscheidet sich eure LeChuck-Gemeinde von anderen Religionen? Es bestehen bemerkenswerte Übereinstimmungen. Allerdings gibt es bei uns Höllenqualen, Flammen und spitze Dolche. Tja, alles andere hätte mich gewundert. Ich will sie ja nicht verunsichern, aber mitten durch die Kirche fließt ein gewaltiger Lavastrom. Vielleicht weiß es ja. Ich weiß. Wir nutzen ihn für unsere Zeremonien. Taufen? Hochzeiten. Nun, ich schätze, das ist auch ein Hausmittel gegen kalte Füße. Was hat ein Lavastrom mit einer Hochzeitszeremonie zu tun? Das ist eine gute Frage, Heide. Die Kirche des heiligen LeChuck betrachtet die Ehe als Reise in die Ungewissheit. Daher schicken wir alle frisch Vermählten auf eine symbolische Reise auf dem Lavastrom. Ist das nicht gefährlich? Nur wenn der ruhelose Geist des heiligen LeChuck gegen die Verbindung ist. Abgesehen davon sind unsere Hochzeitsboote mit Voodoo-verstärktem Asbest von Sterntag verkleidet. Um die Zahl der Todesfälle auf ein erträgliches Maß zu verringern. Ich möchte den Ritt auf dem Lavastrom ausprobieren. Wunderbar. Wo ist deine Braut? Ich bin schon verheiratet. Meine Frau ist einige Inseln entfernt und wird von wirklich bösen Jungs belästigt. Nun, dann tut es mir leid. Ach bitte, ich möchte so gern einmal in einem Boot auf glühender Lava fahren. Was sag ich da? Nun, ich glaube, wir haben noch Zeit für eine letzte Testfahrt vor der Hochzeit von LeChuck und Ellen. Was? Spring an Bord! Sie ist rosa. Natürlich, wie alles in diesem Spiel. Mindestgröße zum Mitfahren. Ich hoffe, das ist nicht das Boot mit dem Leck. Ich habe ein verdammt schlechtes Gefühl bei der Sache. Das glaube ich nicht.
Das muss nicht gepflückt werden. Wenn man keine Banane zum Pflücken hat, nützt das nichts. Aber kann man das nicht irgendwie mitnehmen? Da muss ich doch mit Sicherheit irgendwas da abräumen. Wie war denn die Fahrt? Teilweise ziemlich heiß, etwas holprig und total chaotisch. Mit anderen Worten, die perfekte Hochzeitsreise. Ja. Eure Heiligkeit? Ja, mein Sohn? Sie erwähnten, dass LeChuck und Elaine heiraten würden. Ah, ja. Die prophezeite Vermählung des edlen LeChuck mit der unbefleckten Elaine. Unbefleckt. Alle Vorzeichen weisen darauf hin, dass sich die Prophezeiung in den nächsten Tagen erfüllt. Ich habe mir meinen spektralen Hintern aufgerissen, damit die Kirche rechtzeitig zur Hochzeit fertig wird. Elaine kann LeChuck nicht heiraten. Sie ist schon verheiratet. Die Kirche des heiligen LeChuck, orthodox, erkennt Elaines blasphemische Hochzeit mit dem Anti-LeChuck nicht an. Wem? Mit dem bösen Anti-LeChuck, dem Unaussprechlichen. Dem Waldemort von Gott. Na, du hast es gesagt, Blasphemie. Ich bin der Anti-LeChuck? Sei nicht alber. Der Anti-LeChuck ist 3 Meter groß, hat einen Greifschwanz, eine gespaltene Zunge und auf seiner Stirn steht die Zahl 1138. Aber sein Name ist Guybrush Threepwood, richtig? Hör auf, diesen Namen auszusprechen! Sind Sie ein Hologramm oder so? Natürlich nicht. Ich bin ein Geist. Und ein Priester? Da. Sind Sie dann sozusagen der Heilige Geist? Ja. Sehr gut, mein Sohn. Aber schluss damit. Du willst doch keinen Ärger, oder? Was macht ein Geist als Priester in der Heiligen Kirche des LeChuck? Das ist eine interessante Geschichte, Heide. Warum erzählt mir eigentlich jeder Idiot seine Lebensgeschichte? Vor vielen Jahren war ich Kapitän eines stolzen Handelsschiffs mit Namen Liederlicher Leguan. Es war eine schöne Zeit. Ich war der erfolgreichste Plüschtierschmuggler der 7 Meere. Und dann haben Sie LeChuck getroffen? Und dann habe ich LeChuck getroffen. Er und seine Crew aus verrückten Zombie-Piraten machten mit meinem Schiff und mit meiner Besatzung kurzen Prozess. Mann, es ist immer dasselbe mit dem Kerl. Es war LeChuck, der meine Eingeweide mit seinem flammenden Geisterschwert zu Sushi verarbeitete und mir meine eigene Bauchspeicheldrüse unter die Nase hielt, bis ich starb. Ekelhaft. Als ich aufwachte, war ich ein Mitglied seiner verdammten Geistermannschaft. Und wie wurde aus dem verhinderten Zombie-Piraten ein Geisterpriester? Das war ein schleichender Prozess. Zuerst hasste ich LeChuck dafür, dass er einen Geist aus mir gemacht hatte. Doch je länger ich über meine Situation nachdachte, desto sympathischer wurde er mir. Immerhin hatte er mich wieder zum Leben erweckt, wie ich finde, eine bemerkenswerte Geste. Also beschloss ich, ihm zu Ehren diese Kirche zu bauen. Und wie gefällt Ihnen das Leben als Geisterpriester? Die Arbeitszeiten sind in Ordnung, aber gelegentlich vermisse ich die offene See. Ich brauche Ihren Rat, natürlich. Ich brauche Ihren Rat, Padre. Was bedrückt dich, mein Sohn? Ich muss einen Weg finden, diese verdammte Insel zu verlassen. Niemandem gelang jemals die Flucht von Monkey Island. Das ist nicht wahr. Die letzten beiden Male konnte ich sehr wohl fliehen. Wenn das so ist, warum fliehst du dann nicht einfach nochmal, Mr. Oberschlau? Ich, kann nicht. Ha! Du hast doch jedes Mal Monkey Island verlassen, du Nase. Also. Ich muss Monkey Island wirklich dringend verlassen. Wie schon gesagt,
Niemandem gelang jemals die Flucht von Monkey Island. Das ist gelogen. Nicht einmal in der süßen Stunde des Todes. Mann, ist das entmutigend. Ich suche ein Mittel gegen die ultimative Beleidigung. Nie davon gehört. Was soll das sein? Ein Voodoo-Talisman, der die Seelen ehrbarer Piraten zerstört. Aber vielleicht mache ich es mir auch zu einfach. Ich wäre froh, wenn es tatsächlich so einfach wäre. Du machst es dir zu einfach, weil du hast vergessen, einen Text einzusprechen. Mir sind einige üble Halunken auf den Fersen. Mache das, was LeChuck tut, wenn er einer Übermacht an Feinden gegenübersteht. Wie ein feiger Köter davonlaufen? Nein. Vernichte deine Feinde mit ihrer eigenen Energie. Wie? Woher soll ich das wissen? Ich bin nur ein Geist. Ehrlich gesagt halte ich es für keine gute Idee, Ratschläge von einem besessenen Geisterpriester anzunehmen. Wie du wünschst. Ich kann es nicht in Worte fassen. Ich hau ab. Dos wieder. Aber cool gemacht. Trifft meinen Humor. Also. Knuffel sagt gerade, in Teil 2 ist er nicht entkommen. Ja, wie man will, ne? Wie man will. Aber auf jeden Fall ist er mindestens einmal von Monkey Island runter. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. So, was haben wir noch hier? Ich glaube, das war's schon, ne? So, müssen wir noch jetzt die Banane kriegen können. Ja, geh doch zum Strand. Boah. Guybrush. Das muss ich händisch machen. Alter. Kann ich hier jetzt irgendwas mit diesem Stein machen? Wow, bin ich froh, dass ich Timmy nicht aus Versehen zerquetscht habe. Ich fürchte, dafür sind meine Hosentaschen etwas zu klein. Ja, aber du musst trotzdem. Irgendwas muss ich trotzdem damit machen. Hab eine. So, warte mal. Timmy? Hier, eine Banane. Das war bestimmt gar nicht so doof, oder? Hey, da ist Timmy der Affe. Wie geht's, alter Junge? Aber wie ist der hierher gekommen? Okay. Hab eine. So. Essen wir mal selber eine. So. Nur wohlgenährt macht das Sinn. Jetzt ist Pool, hab ich gerade vergessen. Einen wunderschönen guten Abend. So. Ja. Herman? Wenn du das sagst. Ha. Bis später, Herman. Wir? Freut er sich wieder auf seinen Bananenpflücker? Herman? Wo? Au!
Herman? Gut? Oh. Ich habe das Gefühl, ich komme so nicht weiter. Der schmeißt ihm irgendwelche Gegenstände an den Kopf? Der kann seine Bananen selbst pflücken. Herman? Boah! Au! Sowas darf man mir doch nicht geben. Herman? Boah! Ich habe das Gefühl, ich komme so nicht weiter. Alter! Herman? Boah! Au! Herman? Boah! Ich habe das Gefühl, ich komme so nicht weiter. Nee, mit Sicherheit nicht. Ich fürchte, das würde ihm nicht gefallen. Okay. Herman? Wo? Guck mal, hier eine Leber. Ja, das darf man mir doch nicht geben als Fähigkeit. Ich habe das Gefühl, ich komme so nicht weiter. Herman? Wo? Herman? Wo? Ich habe das Gefühl, ich komme so nicht weiter. Kokosnuss war es auch nicht. Okay, aber irgendwas muss man dem um die Ohren hauen. Es gewinnt schon mein Gag-Syndrom. Und Timmy folgt mir jetzt, ne? Wenn ich das richtig sehe. Das hebe ich nicht auf. Was mal umgekehrt. An der Seite der Klippe ist ein merkwürdiger Kanal. Fangen wir mal in der Mitte an. Nein. Andere Kombination. Nein. Und da muss man das auch wieder in irgendeinem gewissen Rhythmus, dass sie sich gegenseitig blockieren. Thank you.
Das hebe ich nicht auf. An der Seite der Klippe ist ein merkwürdiger Kanal. Nein. Ich guck gerade mal. Ich gehe mal davon aus, es ist mit Sicherheit ein Timing-Puzzle. Anders macht's keinen Sinn. Vielleicht mache ich irgendetwas mit dem Felsen, bevor ich etwas anderes mache. Da, das ist doch bestimmt ein Hinweis, dass da irgendwas mit der... Vielleicht mache ich irgendetwas mit dem Felsen, bevor ich etwas anderes mache. Aha. Normalerweise ist ein Haufen Okay. Das war nicht so schlecht. Okay, also nochmal rechts. Vielleicht mache ich irgendetwas mit dem Felsen, bevor ich etwas anderes mache. Dann mittig. Also, war es mittig. Ich habe ja, das Schöne ist, wenn ich ja hier dementsprechend Pause mache, ich sehe ja noch rund der 5 Sekunden sehe ich ja noch das Bild, das es vorher war. Richtig. Yes. Gelöst. Timing Puzzle. Das heißt, wenn ich jetzt hier... Warte mal, wo ist denn jetzt hier? Die verdammte Lava hat meine Hütte eingeschmolzen. Ja? Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber sorry, Herman. Wir alle müssen Opfer machen hier für Monkey Island. So, jetzt muss ich auch mal Chip wieder sehen. Nee, du hattest ja, Ascaruna, du hattest ja geschrieben, wie ich anfangen soll. Das habe ich ja gerade noch gesehen. Und ich dachte mir schon, die Äste, die gibt es nicht ohne Grund. So.
Eure Heiligkeit? Ja, mein Sohn? Ich würde gerne noch eine Testfahrt mit dem Hochzeitsboot machen. Das ist außerordentlich unorthodox, aber... Was zum Teufel? Das ist der Geist. Genau, that's the spirit, genau. Ich hoffe, das ist nicht das Boot mit dem Leck. Was bedeutet eigentlich Flum? Flum, 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 Flum. Doch bestimmt. Siehst du, da kommst du an die Milchflasche ran. Das probieren wir gleich nochmal. Dann besuchen wir noch Hermann. Bitte steige rechts aus und genieße deinen Aufenthalt in der Kirche des heiligen Lichak, orthodox. Aber die Kirche eure sieht cool Heiligkeit? Aus. Ja, mein Sohn? Ich würde gerne noch eine Testfahrt mit dem Hochzeitsboot machen. Das ist außerordentlich unorthodox, aber... Was zum Teufel? Das ist der Geist. Aber kann man denn einfach... Jetzt mal gerade, ob man das einfach so mitnehmen kann. Aber egal. Wir kämpfen uns schon gerade. Hermanats in Sentados, por favor. Boah, die Lava ist heißer als ein flambierter Otter und meine Schuhe laufen langsam über den Fieberglasboden. Eine kleine Metallmilchflasche. Aber es klappt irgendwie nicht so. Egal. So, letzte Amtshandlung. Wir besuchen nochmal Hermann. Bitte steige rechts aus und genieße deinen Aufenthalt in der Kirche des heiligen Lichak, orthodox. Ja, ist gut. Wo ist denn das kaputt? Was erzählst du denn für einen Schwachsinn? Amen? Wo? Okay. Ist doch gar nichts passiert. Der erzählt einen Blödsinn. So, dann ist Zeit, hier mal einen Cut zu setzen. Ich mache wieder die übliche Dankesrunde an den Lakalav Askaluna. Den Highrider im Lord, den ZF Pro. Jumark. Den Alpha Schief. Knuffel. Torti. Crystal. Zwieback. Silver. Ich glaube, jetzt haben wir sie alle. Soll ich einen vergessen? Extra für euch nochmal. Das ist Elaines Hausaffe Timmy. Das hebe ich nicht auf. Was hat Timmy gute Laune? Das ist Elaines Hausaffe Timmy. Aber ich bleib dabei, dass wir ihm eine Banane gegeben haben, können wir mit dem mit Sicherheit irgendwo rumrennen. Ich weiß noch nicht ganz genau warum, weshalb, wieso. Aber ist ganz cool. Aber auf jeden Fall, wir sind schon auf Monkey Island. Und ich kann es jetzt nochmal wiederholen. Das ist jetzt sozusagen hier die Vorarbeit. Dann kommt das großartige Monkey Combat. Und wenn ich das noch richtig weiß, machte das damals auch nicht so viel Spaß. Aber ich glaube, es war auch nicht so nervig, dass man das nicht irgendwie relativ auch durchbekommt. Und dann ist Endkampf. Und dann ist dieses Meisterwerk des technischen Hochgenusses und der perfekten Steuerung und der perfekten Emulation auf den perfekten Plattformen in eines perfekten Adventures
Gott sei Dank vorbei. So, und dann kommen noch die Tales. Ich glaube, 5 gibt es noch. Ich habe, glaube ich, irgendwie einmal erzählt, es gibt 6 Folgen. Ne, es gibt noch 5. Und soweit ich weiß, unterschiedliche Länge, unterschiedliche Qualität. Also da kriegt er noch viel Spaß. Und das, was er heute zum Beispiel in der Folge hier erwähnt hat, der gute Guybrush, das ist Foreshadowing. Das machen wir dann bei Tales of Monkey Island. So, ihr seid die Geilsten. Ihr seid die Besten. Ha, ha, ha. Polly will einen Keks. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich würde sagen, ein oder zweimal noch, dann ist das Ding tatsächlich durch. Großartig. Ich hätte es nicht, ich bin ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass das Ding, weil ich wusste, wie nervig das ist, das Ding überhaupt zum Laufen zu kriegen, dass wir das Ding tatsächlich durchzogen. Ich wünsche allen Leuten, die das irgendwann jetzt mal, was natürlich dann wahrscheinlich mit dem Monkey Island Hype dann kommt, dass sie dann auch so einen Marathon machen. Ich wünsche ihm viel, viel Glück mit dem Teil. Viel, viel Glück. Es ist eine pure Folter. Aber was willst du machen? Ich tue es für euch! Ich schmeiß mir jetzt gerade in Dreck. Kann ich nicht, weil ich habe ja keinen Dreck in der Wohnung. Aber wenn, dann... Ich verstehe das schon, ne? Murray versteht mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ihr seid die Besten.